Hallo, meine Lieben, ich zeige euch heute, wie man diese Taschentücherbox macht. Ich habe das Ganze schon mal abgedreht, aber die Datei lädt irgendwie nicht hoch. Und auf vielfachen Wunsch zeige ich euch das mal. Alles ganz einfach, ne? Passt genau in Päckchen Tempus rein. Für viele Anlässe kann man die machen, für eine Hochzeit, wenn einer erkältet ist, einfach halt Mitbringsel, Mitgebsel, also Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und dann starten wir mal. Wir brauchen Cardstock. Da habe ich hier den Hobbykarton aus dem Action. Brauchen wir zwei: einmal für innen, einmal für außen. So. Und dann brauchen wir einmal für außen 17,2. So, 17,2 mal 11,2. 11,2. Also die Grundgröße für außen ist 17,2, na 17,8, Entschuldigung, 17,8 mal 11,2. So, dann haben wir das hier für außen 17,8 mal 11,2. Jetzt müssen wir das Ganze falzen. Und zwar bei einem Zentimeter. Bei 3,7, da drehe ich mir das aber einmal um, 3,7. Bei 9,4 und bei 12,1. Ich bin nicht Erfinder der Boxen, das habe ich mir auch nur abgeguckt. Gibt ganz viele YouTube-Videos zu. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie ich die Teile mache. So, jetzt sind wir mit dem Außenteil mit Falzen schon fertig. Legen wir beiseite. Für das Innenteil brauchen wir eine Größe von 16 cm. Ist da. Ach Quatsch, nicht falzen. Ja, jetzt habe ich hier einmal gefalzt. Jetzt haut es mir da. Das passiert, wenn ich vorher gefalzt habe, weil die Klingen sind nicht mehr so gut. Ich bekomme auch keine mehr nach. Deswegen bin ich hier auf der Suche nach einem neuen Schneidbrett. Schneid- und Falzbrett. Ich gucke mal, ob hier der Action-Schneider dann besser ist. Auf 16. Und schön, dass es gerade ist. Ach, naja, ne? Ein bisschen usseliger Rand, aber verschwindet ja eh gleich in der Box. So, ich brauche 16 mal 10,5. 10,5. Jetzt kann ich hier das hier wieder nehmen, weil ich habe ja nicht vorgefalzt. So, das ist jetzt mein Teil für innen. Das muss ich rundum falzen bei 2,5 cm. Das machen wir jetzt mal. 2,5 sind hier. Falzen. 2,5. 2,5. 2,5. Und 2,5. So, fertig gefalzt. Jetzt sind wir auch schon fertig mit dem Schneid- und Falzbrett. So, jetzt als erstes klebe ich mir immer dieses Innenteil zusammen. Dann kann das nämlich schon mal ein bisschen trocknen und halten. Ich mache mir hier diese äußeren Ecken, sind die Klebelaschen. Die schräge ich mir erstmal an allen vier Kanten ein. Und dann schneide ich hier nicht auf der Falzlinie, sondern an der Falzlinie vorbei bis zu der langen Falzlinie und
weil das die Klebelasche ist, schneide ich es hier nochmal ein. So. Und das mache ich an allen vier gegenüberliegenden Seiten. Schwupps. Klebelasche anschrägen. So, hier wieder an der Falzlinie entlang bis zu der langen Falzlinie und den Nupsi ausschneiden. Und ein letztes Mal. So. So ist dieses Teil fertig. Jetzt knicke ich mir alle Falzlinien. So. Und trage mir hier auf die Klebelaschen Kleber auf. Und mache das schön bündig hier, klebe ich das zusammen, damit das ein bisschen trocknen kann, nehme ich hier wieder meine Klammern. Und während ich dann dieses Außenteil mache, kann das hier schön antrocknen. So, das stellen wir jetzt beiseite, das kann antrocknen und jetzt machen wir die Außenhülle. Wir können das hier schon mal anschrägen. So, und da wir ja ein bisschen dekorieren wollen, messen wir uns jetzt erstmal hier diese Fläche aus. Wir brauchen ja für hier oben. Ich zeige es euch an der. Hier habe ich die. So, wir brauchen hier für Deko, hier oben drauf und hierfür. Wer möchte, kann das hier auch noch verzieren. Moment, zeige ich euch. Habe ich das bei einer gemacht? Nee, habe ich jetzt gerade kein Beispiel da. Das messe ich mir aus. Das ist ein bisschen kleiner ist. Dann machen wir 10,5 mal ja, 2,3. Und hier werden 10,5 mal 5. Jetzt suchen wir mal ein schönes Papierchen. Nehmen wir rosa, das passt dazu. Nehmen wir das hier einfach mal. Ups, Block geht auseinander. Machen wir jetzt erstmal die 10,5. 10, der 1, 2, da, ja, das ist hier blöd. Ich nehme doch lieber das andere. Da kann ich besser die 10,5 schneiden. 10,5. So. Ja, weg. So. 10,5. Und dann hatte ich gesagt, einmal die 5 cm. Und einmal, was waren das? Ja, 2,3. 2,3 Zentimeter. 2, 1, 2, 3. So. 2,3. So. Fertig. So, ich nutze immer gern den Eckenabrunder. Das sieht dann schöner aus. Hier nehme ich, ich habe den hier mit drei Größen, S, M und L. Und ich nehme jetzt mal hierfür die Größe M, runde mir die Ecken ab.
So, jetzt muss hier ja das Loch rein, wo die Tempos dann rauskommen. Da habe ich, das ist aus dem Action, die Stanzschablone. Gucke ich ungefähr, ich messe mir das nicht aus, mache ich Pi mal Daumen. Klebt das einmal ein bisschen fest mit Washi, damit es nicht verrutscht. So, und dann kurbel ich das einmal durch die Big Shot. So, aus Platzgründen könnt ihr jetzt nicht zuschauen. So. Dauert aber nicht lange, nur einmal kurz kurbeln. Toll, genau, falsch rum. Ich brauche dringend neue Platten. So. Über haben wir jetzt diese beiden Sachen. Das kommt in meine Kiste mit den Stanzteilen. So, jetzt müssen wir hier ja auch noch ein Loch reinkriegen, weil das kommt ja da drauf. Dann gucke ich jetzt, dass das ungefähr so aufliegt, wie ich es haben möchte. Fixiere mir das. So, mache mir hier einmal den Füller, ist wohl ungeeignet. Ne? So. Ups. So, mache mir den Kreis und wenn ich es ganz genau haben will, lege ich mir die Stanzschablone dann da rein und mache hier auch nochmal. Dann kann ich nämlich gleich sehen, wo ich die genau anlegen muss. So. So, jetzt tue ich die Stanzschablone und jetzt habe ich das hier so drauf. Dann lege ich das Stanzteil möglichst exakt da drauf. Mache es fest. So, und das Kleine kann ich jetzt durch die Sidekick jagen. Da kann ich euch mitnehmen. Ja. Das ist Ratzifatzi. Das war es auch schon. Vorsichtig das Washi-Tape ab. So, das bleibt über und hier ja. Na, wie eben auch. Das kommt wieder in meine Kiste mit den Stanzteilen. So, Sidekick wegräumen. So, das ist das Ergebnis. Dann runde ich hier auch noch die Ecken ab. So, dann gucken wir mal. Die Post. Ja.
es nicht ganz auf die Schnelle ein Video machen möchte. Ne? Aber es geht ja auch jetzt hier nur um Beispiel, ist nicht Millimeter genau, aber passt. So, Kleber auftragen. Aufkleben. So, genau wie diese Teile, die ich vorher abgerundet habe und mir zurecht, die ich mir vorher zurechtgeschnitten habe und dann abgerundet habe. So, die kommen nämlich hier drauf. Und noch eins. Das von der anderen Seite ein bisschen an und dann kann ich hier meine Falzlinien auch schon knicken. Und dann muss ich das hier nur noch zusammenkleben. Das war ja der Zentimeter, den wir uns gefalzt hatten. So. Schön. Schön zusammenkleben. Das mache ich mir auch noch mal. Das kann man ja ruhig so knicken. Sollte aber dann trotzdem schön zusammenbleiben. Komm. Mach mal. Schwupsi. Schwupsi. Das lassen wir jetzt ein bisschen antrocknen. In der Zeit gucken wir mal nach unserem Schächtelchen. Das ist nämlich jetzt, denke ich, soweit trocken. Ich mache mir gern hier an die schmalen Seiten immer noch mit der Kreisstanze. Kreisstanze, die hier ist von Folia. Hier so ein Nupsi rein, damit ich die Tempos auch rein- und rausziehen kann. Also ich würde es jetzt eigentlich noch ein bisschen trocknen lassen, aber ich denke, da kann man so schon ein bisschen, geht ja nur ums Beispiel, ne? So, und fertig ist die Box. Ne? Hier kommen dann die Tempos rein. Ne? Hier, und dann kann man das so schön auf den Tisch stellen. Ich habe mehrere. Das ist aus dem Cardstock, auch aus dem Action, der so ein bisschen edler aussieht. Und dann kann man in allen Varianten machen. Hier habe ich mit den Vögelchen und ja, ne, macht Spaß, ist schnell und ja, ist auch immer, ich sag mal, das ist so ein Ding, was man immer mitbringen kann, weil Tempos braucht jeder und ne, manche stehen ja nicht auf Gebasteltes, aber sowas ist immer praktisch und nicht ganz so, oh, wo entsorge ich das denn? Ne? Ihr wisst, was ich meine. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Wie gesagt, ich bin nicht der Erfinder, es gibt ganz viele YouTube-Videos davon. Ich habe nur gedacht, ich mache das mal in meiner Methode und in meiner Geschwindigkeit. Ich sage euch nochmal die Maße. Für außen das, ne, also für das hier, braucht ihr Cardstock in der Größe 17,8 x 11,2. Und falzen tut ihr das bei 1 cm, bei 3,7 cm, bei 9,4 cm und bei 12,1 cm. Für das Innenschächtelchen braucht ihr Cardstock
in den Maßen 16 x 10,5 und das falzt ihr rundum bei 2,5 cm und ja, schneidet dann die Nupsis da ein und klebt es zusammen. Die Dekoteile müsst ihr ausmessen. Vielleicht wollt ihr das auch, dass das komplett flächig ist. Da müsst ihr das hier am besten ausmessen, wie ihr das möchtet. Vielleicht möchtet ihr ja auch komplett drumrum. Das ist dann einfach ausmessen, ne, und dann sich zurechtschneiden. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Habe ich glaube schon mal gesagt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ja, über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Hier unten. Einfach auf Abonnieren drücken und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!